Hallo, wir sprechen seit einigen Tagen regelmäßig mit Menschen, die gerade in diesen Zeiten, in Corona-Zeiten, dorthin gucken, wo zu wenig Menschen hingucken, dort, wo Menschen besonders benachteiligt sind und besonders benachteiligt werden, auch in dieser aktuellen Situation. Menschen, die sich ja auch vorher schon durch soziale Benachteiligung an den Rand der Gesellschaft gedrängt sind, was jetzt nochmal besonders sozusagen zum Vorschein tritt. Und ich spreche heute mit zwei Vertreterinnen der Poliklinik Leipzig. Hallo an Luisa. Luise. Luise und Bettina. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht könnt ihr zuerst erzählen, was die Poliklinik Leipzig eigentlich ist für ein Projekt. Genau, also wir sind wie gesagt Vertreterin von etwa 25 aktiven Personen in unserer Gruppe. Wir kommen aus ganz verschiedenen beruflichen Hintergründen. Also wir beiden sind Psychologin, aber es gibt auch Ergotherapeutin, Sozialarbeiterin, Medizinerin, einen Juristen und noch einige andere Berufsgruppen, die im weitesten Sinne was mit Gesundheit zu tun haben. Und genau, unsere Idee ist, dass wir gerne ein soziales Gesundheitszentrum aufbauen wollen. Und wir haben auch schon damit angefangen in Schönefeld. Ich habe vorhin gesehen, dass du auch schon ein Interview mit Kabel gemacht hast, mit denen wir uns die Räume teilen. Genau. Und unsere Idee ist erstmal, dass wir nicht nur für eine bessere Versorgung im Stadtteil sorgen wollen, wo eben im Moment wenig niedergelassene Ärztinnen und auch Psychologinnen sind, sondern dass wir auch gucken wollen, was gibt es denn eigentlich auch für gesellschaftliche Bedingungen von Gesundheit. Also total viele Dinge wie Wohnen, Diskriminierung, ja, was gibt's noch? Genau, ne? Also so ganz viele gesellschaftliche Faktoren spielen auch für Gesundheit eine ganz große Rolle. Das ist eigentlich auch was schon länger bekannt ist, was aber in unserem aktuellen Gesundheitssystem relativ wenig Beachtung findet. Und dem wollen wir uns mit unserem Gesundheitszentrum annehmen. Genau. Genau, die Poliklinik ist, wenn ich das richtig sehe, auch Teil eines bundesweiten Netzwerkes. Es gibt in verschiedenen Städten auch schon Gesundheitszentren, die sich Poliklinik nennen, die sozusagen auch schon weiter sind. Das klingt jetzt, soll nicht negativ klingen, aber die sozusagen schon eine sehr etablierte Struktur sind in Hamburg und Berlin, meine ich. Genau, vielleicht könnt ihr dazu noch was erzählen, ne? Was die Idee eigentlich ist und wie das genau sich so netzwerkartig vielleicht auch ausbreitet. Genau, also in Hamburg und Berlin, die haben tatsächlich eben auch schon Arztsitze sozusagen, und arbeiten halt auch schon länger, also in Hamburg schon zum Beispiel seit 3 Jahren eben praktisch im Stadtteil. Das sind natürlich so ein bisschen unsere Vorbilder. Und dann gibt es aber auch noch andere Schwesternprojekte in Halle und Dresden zum Beispiel, mit denen wir sehr eng vernetzt sind, die wie wir gerade im Aufbau sind. Und es gibt auch andere Städte, mit denen wir schon so im losen Kontakt sind, die auch mitmachen wollen, sozusagen bei dieser größeren Idee. Genau, und dabei finden eben zum Beispiel auch immer regelmäßige Vernetzungstreffen statt oder wenn wir jetzt in Leipzig eine Frage mit bestimmten bürokratischen Hürden haben, dann ja, es ist so ein gegenseitiges Unterstützen und genau, dass wir von dem auch letzten Endes profitieren können, was die anderen, also mit Fragen uns beschäftigen, die auch letzten Endes schon relevant für die anderen Gruppen waren in anderen Städten. Das ist ein regelmäßiger Austausch. Und genau, die Idee wäre natürlich, dass jede Stadt in allen Stadtteilen irgendwie so ein Stadtteilzentrum bekommt für die Vernetzung von den BewohnerInnen. Genau. Ja. Genau. Vielleicht springen wir mal in die aktuelle Situation. Wir sind jetzt so seit 2,5 Wochen in der doch total sozusagen in die Corona-Krise, kann man es ja sagen, geworfen. Was nehmt ihr auch aus der Perspektive eurer Arbeit wahr und vielleicht auch in Bezug auf die Zielgruppen, die jetzt auch erwähnt wurden, die
vielleicht in Bezug auf ihre Gesundheitssituation sowieso benachteiligt sind. Nicht nur, weil sie keine Krankenversicherung haben, sondern auch, weil sie sozusagen in prekären Verhältnissen leben. Also habt ihr Kontakt mit Menschen sozusagen oder mit Menschen, die in dieses Raster passen, oder nehmt ihr wahr, wie vielleicht die aktuelle Situation vor allem Menschen mit einer doch schwierigeren Gesundheitssituation besonders betrifft jetzt? Also wir haben jetzt nicht so viel Kontakt, weil wir in unserem Stadtteil eben jetzt gerade erst angefangen haben und uns diese Krise jetzt auch bei der Eröffnung sozusagen behindert hat, ein Stück weit. Also wir haben so einmal eine psychosoziale Beratung durchgeführt und dann mussten wir eigentlich auch schon wieder schließen, weil es eben so hygienisch nicht mehr möglich war. Aber durch unseren Ansatz wissen wir natürlich, dass gerade Menschen, die jetzt in ihren eigenen vier Wänden keine sichere Umgebung haben, zum Beispiel, weil es durch diese Beengung oder auch generell schon häusliche Gewalt gibt oder weil es da Schimmel gibt oder irgendwelche anderen Faktoren, dass die natürlich besonders betroffen sein werden davon, dass sie jetzt zu Hause bleiben müssen. Wohnungslose, ne, sind natürlich betroffen, die gar keine Wohnung haben. Illegalisierte Menschen. Das sind alles natürlich Faktoren, die es jetzt gerade besonders schwierig machen. Nochmal zusätzlich, also die es schon immer schwierig machen, gesund zu bleiben, die aber jetzt eben ganz besonders einen Einfluss drauf haben. Mhm. Genau. Also ich merke das auch in meiner Arbeit jetzt als Psychologin, dass wir setzen natürlich ganz viele Sachen um. Das funktioniert auch relativ schnell jetzt, dass wir eben auch mit Video therapieren können. Aber es haben auch nicht alle Menschen ein Gerät zu Hause, mit dem sie das machen können. Es haben nicht alle Menschen freien Zugang zum Internet. Das macht natürlich die Isolation jetzt nochmal deutlich schwieriger. Hm. Ihr habt als Poliklinik ja aber auch recht früh, also schon relativ früh am Anfang der Krise begonnen, sozusagen solidarische Arbeit zu leisten, ganz explizit. Ihr habt Texte übersetzt, damit Menschen, die Sprachbarrieren haben, die nicht Deutsch als Herkunftssprache sprechen, auch verstehen, was hier gerade los ist und was sozusagen so Prämissen sind, wie man sich verhält und so weiter. Und ihr habt auch Nachbarschaftsarbeit begonnen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen darüber erzählen, wie genau wie ihr da gestartet seid und wie auch die Erfahrungen sind. Also letzten Endes, nachdem dass es auf jeden Fall nicht tragbar ist, jetzt gerade unsere Eröffnungsfeier und den Tag der offenen Tür durchzuführen, haben wir eigentlich direkt angefangen zu überlegen, wie wir denn trotzdem Nachbarschaftsarbeit leisten können und irgendwie Menschen im Stadtteil bei der Vernetzung unterstützen können, und haben dann eben, wie gesagt, angefangen, Plakate aufzuhängen, die zu Solidarität und gegenseitiger Unterstützung aufgerufen haben, haben Listen im Stadtteil verteilt und in Hausflure an Türen aufgehängt, wo Menschen eben ihre Telefonnummern eintragen können, um dann Einkaufshilfe, Kinderbetreuung, irgendwie anderweitige Unterstützung wie ja, Hund ausführen oder so anzubieten und eben Menschen im Stadtteil direkt darauf zurückgreifen können, dass es eben ja, Menschen gibt, die ihre Hilfe anbieten. Und wir haben, wie gesagt, diese Listen auch alle mit ja, einem relativ schnell aufgebauten Netzwerk an ehrenamtlichen ÜbersetzerInnen übersetzt und auch ein Nachbarschaftstelefon initiiert, was es jetzt seit 2 Wochen gibt, wo sich Menschen eben in Not hinwenden können oder auch einfach Fragen stellen können, weil es ja gerade ja, permanent Erneuerungen gibt in den Regelungen. Und im Moment kommen tatsächlich hauptsächlich Anfragen von anderen Vernetzungsgruppen in Leipzig auf diesem Telefon an, nur kleine Anfragen. Aber genau, das ist gerade so der Stand mit dem Telefon. Und als zum Beispiel die Ausgangsbeschränkungen auch angekündigt wurden, haben wir die auch noch in einfache Sprache übersetzt und eben auch online verbreitet auf unserer Webseite, um eben, wie gesagt, auch Menschen mit einzubeziehen, die ja keinen erleichterten Zugang oder keinen Zugang zur deutschen Sprache haben und damit eben auch besonders anfällig für Repressionen und Strafen sind, weil sie es einfach nicht wissen können. So.
Und mittlerweile gibt es auf unserer Webseite eben auch einen Bereich Solidarität zu Zeiten von Corona, der mittlerweile auch auf Französisch, Englisch, Spanisch, Arabisch und Russisch existiert, in welchem wir Informationen und Updates sammeln, sowie Hinweise eben für die Zeit zu Hause, wie man sich selbst schützen kann, wie man die Zeit mit seinen Kindern ohne Kinderbetreuung irgendwie gut verbringen kann. Und ja, um eben damit die Nebenwirkungen von der Quarantänezeit, über die einfach sehr, sehr wenig auch teilweise geredet wird, gut zu überbrücken und eben auch Unterstützungsmöglichkeiten für die für Betroffene sichtbar zu machen. Genau, also weil eben die psychosoziale und die medizinische Gesundheitsberatung eben gerade nicht stattfinden können und also in den Räumen der Poliklinik. Und deswegen haben wir jetzt gerade ja, aufgerufen dazu, dass wir eben ja auch eine Beratung per E-Mail anbieten. Wir überlegen gerade von der psychosozialen Beratung, ob wir es nicht vielleicht doch telefonisch anbieten möchten, weil da einfach nochmal die Hürde ein Stück weit geringer vielleicht ist, als sich per Mail bei uns zu melden. Genau. Und also wenn man durch Schönefeld läuft, dann sieht man zum Beispiel, dass die Telefonnummern teilweise auch abgerissen werden oder eben Telefonnummern in die Listen eingetragen wurden. Von daher ja, können wir schon ausgehen, dass es in Anspruch genommen wird. Allerdings, wie Bettina auch schon gerade gesagt hat, war es natürlich ein ziemlich ungünstiger Zeitpunkt jetzt von der Eröffnung, sodass viele Menschen einfach auch noch nicht so viel mit unserem Namen anfangen können. Und wir nutzen die Zeit gerade, um uns zu vernetzen und eben auch uns mit anderen Initiativen in Leipzig irgendwie auf dem Laufenden zu halten, um ja im Austausch zu stehen, wo wir uns auch gegenseitig Aufgaben abnehmen können. Genau, und so für nächste Woche sind zum Beispiel auch ja, Aufrufe und nochmal eine Aktion geplant, wo es eben darum gehen soll, Mundschutzmasken selbst anzufertigen und diese auch zu tragen. So gerade sind ja ganz groß die Debatten darüber, ob es nicht auch verpflichtend gemacht werden soll in öffentlichen Räumen, im öffentlichen Nahverkehr, in Supermärkten oder Einrichtungen von ÄrztInnen. In Thüringen ist es ja jetzt schon auf jeden Fall auch durch, dass ab nächster Woche diese Pflicht besteht. Und auch dahingehend wollen wir einfach aufklären, sodass es wichtig ist, auch zum Beispiel zu Zeiten nach der nach den Ausgangsbeschränkungen eben sich so smart distancing-mäßig eben gegenseitig zu schützen, wenn man auch wieder physischen Kontakt haben kann miteinander. Genau. Ja. Das ist gerade so das, was wir machen oder geplant haben. Genau. Wichtige und richtige Arbeit auf jeden Fall. Vielleicht so eine kleine Frage. Die Ausgangsbeschränkungen habt ihr gerade angesprochen oder hast du gerade angesprochen, sind ja in Sachsen auch besonders strikt geregelt, ist auch umstritten und ambivalent alles. Merkt ihr in eurer Arbeit oder vielleicht auch in der Solidaritäts- und Nachbarschaftsarbeit, dass diese Ausgangsbeschränkungen in irgendeiner Form die Arbeit einschränken? Oder ist es so akzeptabel und läuft eigentlich ganz gut? Da, also natürlich ist die Arbeit eingeschränkt. Also ist ja logisch, dass wir unsere Angebote nicht machen können, dass wir uns auch nicht mehr treffen können. Wir halten es aber jetzt im Sinne der Kontaktvermeidung eben zur Verlangsamung des Virus oder zur Verbreitung des Virus eben schon für sinnvoll. Deswegen haben wir das auch relativ schnell selber umgesetzt, dass wir uns eben nicht mehr in Plena treffen, sondern über irgendwelche Online-Plattformen. Genau, aber eben auch aus einer psychologischen Sicht ist es natürlich wichtig, dass es nur so lange wie nötig anhält, weil die psychologischen Folgen natürlich auch nicht zu unterschätzen sind. Also da gibt es jetzt auch schon erste Daten aus China, gerade auch was eine Quarantäne betrifft, der wirklich betroffenen Menschen, dass das eben natürlich ziemlich krasse Folgen haben kann, ne? Also, dass man so isoliert ist, dass vielleicht auch Menschen Angst vor einem haben, dass sie sich so abwenden erstmal. Genau, dass natürlich auch so das Verständnis dafür da sein muss, dass es besser ist, wenn es irgendwie rübergebracht wird und die Leute das freiwillig machen, als dass man das tatsächlich durch repressive Maßnahmen durchsetzt, dass es dann einfach auch psychisch besser verarbeitbar ist sozusagen. Dass dann eben auch so Sachen, dass
die Menschen eben keine Nachteile davon haben sollten, dass sie sich melden, weil ansonsten es halt schon verschwiegen werden könnte und das könnte natürlich auch eine Verbreitung des Virus zur Folge haben. Ja, oder eben auch für die Menschen selber, dass sie keine Hilfe bekommen, wenn sie krank sind. Genau. Ja, und das sind schon so Dinge, über die man so nachdenken sollte. Ja, und wo man auch vielleicht fordern sollte, okay, wie lange soll das denn anhalten? Gibt es einen Plan dazu? Wann kommen größer angelegte Tests, sodass wir auch uns wieder relativ frei bewegen können oder so frei wie möglich eben, ja. Genau, also ich denke, dass es schon wichtig ist, weiterhin immer alle zu informieren, warum wird das gerade gemacht und wer wird dadurch geschützt, was für Folgen könnte es haben, wenn wir es nicht machen. Ja. Ich denke, da wird schon viel gemacht und es ist eben auch gerade notwendig, genau, aber man muss eben das schon ein bisschen im Auge behalten. Wir sind ja in unseren Freiheiten eingeschränkt, das ist einfach so gerade. Ja. Ja. Ja, das genau, vielleicht kurz zu den Beschränkungen. Es ist aber auf der anderen Seite, erwähnen auch viele Initiativen aus den verschiedensten Bereichen gerade eine Situation, wo man so sehen kann, wo strukturelle Fehler hier auch dieses Systems liegen, wo jetzt vielleicht auch Sachen zurückgeschraubt oder sozusagen hergestellt werden, die sonst nicht normal sind. Zum Beispiel der Zugang zu Tests und gesundheitlicher Versorgung natürlich auch für Menschen ohne Krankenversicherung, ne, wird zumindest vom Gesundheitsamt Leipzig, vom Sozialamt Leipzig so proklamiert. Meine Frage ist eigentlich, seht ihr besondere politische Forderungen, die ihr aus eurer Perspektive, aus eurer, der Perspektive eurer Arbeit gerade formulieren würdet oder wo ihr euch besonders bestärkt seht, auch die jetzt zu formulieren? Also es gibt einen Forderungskatalog oder beziehungsweise es gibt Forderungen vom Poliklinik-Syndikat. Und dabei geht es eben zum Beispiel eben darum, dass Initiativen, die sich so wie wir jetzt aktuell, aber auch sonst immer für ein solidarisches Miteinander einsetzen, genau, dass eben auch soziale und soziokulturelle Träger, die sich eben genau mit solcher Arbeit beschäftigen, einfach finanziell unterstützt werden und die finanzielle Unterstützung eben auch aufgestockt werden kann. Wir fordern darüber hinaus eben auch eine Unterstützung von Menschen, die aktuell einfach unter der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Krise in existenzielle Nöte geraten, für eine Erhöhung und Entbürokratisierung der Grundsicherung, für Arbeitsschutzmaßnahmen für Menschen in ungesicherten Arbeitsverhältnissen, für Lohnfortzahlungen von Geringverdienenden, ein Verbot von Mieterhöhungen und Zwangsräumungen und ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und es gibt ja jetzt letzten Endes auch schon bestimmte Maßnahmen, aber es ist nochmal eine ganz große Frage letzten Endes, inwiefern diese wirklich auch mit einer geringen bürokratischen Hürde gerade durchgeführt werden oder ob dann Menschen eigentlich die ganze Zeit in Warteschleifen hängen oder ob wirklich 60% oder 67% KurzarbeiterInnengeld ausreichend sind, um damit irgendwie über die Runden zu kommen. Nur ganz kurz dazu. Und wir fordern darüber hinaus auch eben, dass eine Abschiebung von Menschen eben gerade eben, eigentlich immer, aber gerade eben explizit ausgesetzt werden muss und dass eben auch Entscheidungen über den Aufenthaltsstatus nicht an einer Diagnose festgemacht werden dürfen oder negativ durch eine Diagnose beeinflusst werden dürfen. Und wir fordern darüber eben hinaus auch eine Gesundheitsversorgung unabhängig vom Aufenthaltsstatus, von Gesundheitsversicherung. Genau, das sind gerade die, die mir einfallen. Das sind, ja. Ja, also was mir auch gerade noch einfällt, dass wir letztes Jahr auch so bei einigen Pflegekämpfen dabei waren und es ja generell im Gesundheitssystem viele Menschen auch nicht so gut bezahlt werden, die Bedingungen schlecht sind, dass es wenig Pflegekräfte gibt und das fällt uns natürlich jetzt wahrscheinlich auch auf die Füße. Also, dass wir eben da viel gespart haben im Gesundheitssektor und das jetzt ja schon länger ein Thema ist. Genau, und es herrscht ja auch gerade so ein Klima von Solidarität mit den Pflegekräften und auch den Ärzten und Ärztinnen, die da gerade viel leisten müssen.
Genau, und da hoffen wir natürlich auch, dass sich da vielleicht Veränderungen abzeichnen. Aber man weiß es natürlich nicht. Genau. Ja. Aber jetzt, das wäre ja wünschenswert, ja. Und jetzt, wenn das auch die Gesundheitsversorgung irgendwie wieder mehr bedarfsorientiert ist, statt irgendwie nur das zu finanzieren, was geleistet wurde, wenn es um die Abrechnung geht, weil letzten Endes fällt einem genau das jetzt auch wieder auf die Füße, wenn es um Schutzausrüstung geht oder auch die Personalengpässe, die beispielsweise irgendwie gerade mit Studierenden, die kurz vor ihrem zweiten Staatsexamen stehen, abgedeckt werden sollen und was nicht deren Aufgabe wäre, die dann wiederum in Nöte geraten, in persönliche, die nicht durchs System abgefedert werden können. Ja, oder auch dahingehend zeigt sich, wie unzureichend eigentlich die Maßnahmen vom Bund sind, was die Unterstützung von des Gesundheitssystems sind, gerade irgendwie, wenn zwar 50.000 Euro pro Intensivbett gezahlt werden, jetzt aber 90.000 nötig wären, so dass ja, stellt einfach so Fragen in den Raum, wie viel wert so ein Menschenleben ist. So, und ob es reicht, irgendwie 50 Euro mehr zu zahlen, wenn gerade die Preise für Schutzbekleidung exorbitant steigen und irgendwie für eine Schutzmaske statt 70 Cent irgendwie 18 Euro verlangt werden. So, da reichen 50 Euro nicht. Und genau, auch sowas mit auf dem Schirm zu behalten. Ja. Genau. Und hoffen, dass bestimmte Lehren auch in die Zukunft mitgenommen werden. Ne? Das kann man jetzt auf jeden Fall machen. Vielleicht zum Schluss noch die Frage, wie kann man euch unterstützen und wann kann man euch dann vielleicht auch wieder oder überhaupt besuchen? Ist das absehbar? Also ob das absehbar ist, wann wir wieder öffnen? Ja, oder? Genau. Mhm. Also bis jetzt haben wir es noch nicht so direkt geplant. Mhm. Genau, also wir überlegen natürlich, ob wir jetzt außer einer E-Mail-Beratung auch noch das irgendwie erweitern können, je nachdem, wie lange das jetzt anhält. Genau, wie man uns unterstützen kann, ist natürlich gerne finanziell. Man kann Fördermitglied werden oder auch einmalig spenden. Dafür gibt es auch Links auf unserer Website. Dann, also im Moment nehmen wir jetzt gerade keine neuen auf, weil es einfach gerade schwierig ist, aber natürlich auch einfach, dass man zu unserer Gruppe dazukommen kann und mal gucken kann, ob das so was ist. Im Moment arbeiten wir alle ehrenamtlich, aber wollen natürlich auch umsetzen, dass wir uns bezahlen können für unsere Arbeit. Mhm. Genau. Ja. Ich weiß nicht, wie können wir uns noch unterstützen? Fällt dir noch was ein? Ja, einfach dadurch, dass wir jetzt durch die Raummiete einfach laufende Kosten haben, ist es im Moment ja, eine ganz sinnvolle Sache. Dann ja, und sagen, dass wir da sind und Menschen sich an uns wenden können. Genau, das ist, glaube ich, gerade im Moment das, was so am meisten möglich ist durch die Ausgangsbeschränkungen. Genau. Okay. Dann die Website poliklinik-leipzig.de. .org. .org, okay. Ja. Klar. Dann genau, an alle, informiert euch doch über die Poliklinik und ich freue mich auf jeden Fall auf die Eröffnung dann irgendwann später, wenn es denn wieder möglich ist. Ja, wir freuen uns auch. Ja. Danke euch, Bettina und Luise, für das Gespräch. Und alles Gute, ja, eurer Arbeit. Ja, von uns auch vielen Dank.